Hallo und herzlich willkommen bei guildnews.de. Mein Name ist Agdas und wir öffnen 25 Mal die 7-Schnitter-Truhe. Die ist neu im Spiel hinzugekommen. Kurz in die Vorschau reingeschaut. Neuer garantierter Gegenstand. Edler Schwarzlöwen, Farbkanister Blau. Hier dürfte sich nichts geändert haben. Nee, die Farben sind auch noch dieselben wie beim letzten Mal. Als ungewöhnlicher Waffenabwurf sind die Plasmawaffen. Der Skin für 7-Schnitter-Schulterschutz ist neu. Mal schauen, ob wir den bekommen. Es gibt schon den 7-Schnitter-Armreif. Dann der neue Skin für Mondneuer Himmelsschuppe ist dabei. Und der exklusive Gegenstand aus der letzten Truhe, nämlich die wandernde Wolke, ist jetzt auch noch erhältlich. Dann unten die Pyro-Waffen. Die Ruden dürften neu ausgewechselt worden sein. Bei den Knoten hat sich ein bisschen was geändert. Und ganz unten sind die Reparaturverträge. Ja, fangen wir an. 25 Truhen. So, Ticket. Schnüffelticket. Sehr schön. Schnüffelticket. Farbticket und Miniaturen. Farbticket und Wegmarke. Oh, erster neuer Gegenstand. Schneetrüffel. Ja, sehr schön. Ups, das war nicht so klug von mir. Entschuldigung. Oh Gott, was mache ich dann? So. Farbticket und Wegmarker. Wiederbelebung und Schnipse. Versorgungsstarter und. Seht mal, wie hübsch! Plasmapistole und Garderobenfreischaltung und. Ein Stoffwechselstarter, also. Ich habe gerade vertauscht, Entschuldigung. So, Versorgungsstarter und Garderobenfreischaltung. Gedenkmünze und Kammer. Schwarzlöwenflügelchen sogar. Okay. Stoffwechselstarter und zwei Taschen. Währungsumtauschgutschein und ein Sonne- und Mondfarbkit. 5000 Rezensionsladung. Ich will das haben. Schlüssel. 5 Transmogs und große Handwerkstasche. Laufverschiebung und Schnipsel. Wie viele Schnipsel sind denn das? 3 Schnipsel. Schwarzlöwenmaterialien, Tasche Piora und. Oh, ist okay. So, 6 Truhen noch. Aufwertungsextraktor und Schwarzlöwenticket für mehr Touren. Stoffwechselstarter und große Handwerkstasche. Wiederbelebungsgucke und Piora-Sümpfe. Materialientasche. Kamassin-rote Löwenfarbkit und Schwarzlöwenticket für Miniatur. 2 Truhen noch. Jetzt kriegen wir Versorgungsstarter und Währungsumtausch. Ein seltener Schatz. Okay. Stoffwechselstarter und garantierte Rüstungsfreischaltung. Letzte Truhe, was bekommen wir? Versorgungsstarter und garantierte Rüstungsfreischaltung. Ja, ist okay. 3 Schnipsel. 9 habe ich in der Bank. Okay. Dann das hier. Farbe. Hier hat sich was geändert. Hier ist was neu hinzugekommen. Das, genau, der Vermilion-Thron ist neu. Skin für den himmlischen Kompass. Skin für himmlische Axt. Wilde Magie. Rucksack-Bletchen-Kombo. Die Choya-Werkzeuge sind neu. Die Flügel-Kombis sind neu. Und Skin für Satznebelherold Rückkehr-Gegenstand. Was ist das denn? Oh Gott. Das sieht aus wie ein WVW-Gegenstand, der im Edelstein-Shop ausgesehen ist. Genau, hier sind ein paar Rüstungen dabei, die toll sind, weil es keine ganzen Kleidungssätze sind, sondern wirklich Rüstungsskins. Diese Kategorie ist komplett neu für euch. Hier hat sich nichts geändert. Alles wie gehabt. Sehr schön. Der edle Schwarzlöwen-Farbkanister Blau, den gab es, glaube ich, schon mal. Den gab es letztes Jahr. Oder? Ja, korrekt, den gab es letztes Jahr. Ich habe alle Farben, das heißt, das Prinzip ist ganz einfach. Ihr verbindet die, kriegt einen Farbkanister und im zweiten Tag tauscht ihr ihn ein gegen eine Farbe. Das heißt, für den ganz oben braucht ihr ganz viel. Die sind gerade bei 30 Silber. Das Stück waren es zumindest vorn, dürfte es immer noch sein. Unter 30 Silber. Ist okay. Was habe ich hier gemacht? Ach ja, das ist Forscherfenster. So. Schlossknacker-Kits. Was nehme ich denn? Nein, ich möchte die nicht zerstören. Ach, ich darf die im PvP nicht öffnen. Okay, ich darf die im PvP nicht öffnen. Die 3 Marken sind Chaos. Dann hier die Miniaturen habe ich 5.
Ich habe hier ein paar tatsächlich. Moment, die meisten habe ich tatsächlich. Ich glaube, hier unten irgendwo drei Hörner oder so ein Spaß, ja? Mini-festliche Augen. Da haben sie es wieder. Haben sie Torhörn rausgenommen? Nee, der kostet 20. Gut, das heißt, wir heben auf. So, Wiederbelebungskugel ist sowas von nutzlos. Stoffwechselstarter, das weg. Das sind 6 Taschen. Thyrianischer Währungsumtauschgutschein. Habe ich 18 auf der Bank. Die kommen dazu. 20 Transmogs verwenden. Das ist eine Tasche. Das können wir tatsächlich sogar gleich verkaufen. Gib mir einen Moment. Hier. Das war ein Gott. Direkt weg damit. Aufwechslungsextraktor ist ganz nett. Meinst du Helfer, aber braucht nicht zwingend. So, wie viel kostet die Pistole? 27 Gold, 1 Silber, 4 Kupfer. Okay. Ich habe sie nicht, kommt die Liga darüber. So, Schneetrüffel-Ernteknoten. Kostet mich wie viel? Oder habe ich den? Habe ich den schon? Das ist die viel wichtigere Frage. Schneetrüffel, ja? Der wäre bei 44 Gold gerade. Kann das hinschauen? Ja, 38, 47. Das tut sich jetzt nicht viel. Okay. Ich hab ihn nicht. Ich heb ihn auf. Ich gebe ihm, glaube ich, Tim, damit er es verlosen kann. So, Spaßhilfe, Materialien, Tasche, Piora. Öffnen wir zweimal. Ich will das haben. Wir. Mystische Münze. 4 alte Holzblöcke. Ein Gasierer, 2 Staub. 3 ewige Eisscheiben, 1 Ektoplasma. 4 Haufen weißglühenden Staubs, also T5. T5 Totems, T6 Blut und Chilischoten. Chilischoten, die kein Mensch verwenden kann, weil sie nutzlos sind. So, dann 6x große Handwerkstasche. So, 12x Fangzähne, 30x Totem, 14 Knochen, 13 Schuppen, 8 Staub, 10 Blut und 13 Klauen. Ja, ist okay. Dann 2 große Handwerkstaschen. Seht mal, wie hübsch. 2 Fangzähne, 1 Blut, 1 Totem, 1 Schuppe, 1 Klaue. Das ist alles T6. Ist okay. Ist vollkommen okay. So, Farbpakete. Habe ich fast alles. 2x Banane, 1x Kassani. Ja. Sehr schön. Kommt auf die Gildenbank. 3 heilige Farbkits. Die sind Morgenrot, blaue Rose und Zitroneis. Die habe ich schon. Morgenrot. Was ist denn Morgenrot wert? Nicht viel, glaube ich. 7. Ja gut, okay. Also, blaue Rose ist 7, Silber 57 wert, Zitroneis 17 Kupfer, Kastanie 27 Kupfer, Banane ist 9 Kupfer wert. Morgenrot ist mit 7 Gold, 1 Silber, 1 Kupfer, das ist eigentlich gerade das teuerste, und ich habe sie nicht. Wir verwenden sie. So, 3 Blauverschiebungsfarbkits. So, öffnen. Phthaloblau, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Rustikalpetrol und Sommerhimmel. Gegenstände verkaufen. 2 Gold 90, 23 Kupfer, 22 Kupfer. Wow. Ey, komm, ab in die Gildenbank damit. Wie ihr es kennt, in der Gildenbank liegen die Farben, die ich schon habe, die nicht sonderlich viel wert sind. Die kommen da rein, ihr dürft sie euch holen. Fertig aus. So, kommen wir zum spannenden Teil. Wir fangen an mit der garantierten Rüstungsfreischaltung. Die habe ich 2x. Ich geier ja hier oben auf die Runenwächter. Da muss ich keine Strikes spielen und ich muss nicht in. Ich muss kein Karma fahren. Also viele fehlen nämlich da auch nicht mehr. Also das hier ist halt okayisch, sagen wir es mal so. So, garantierte Rüstungsfreischaltung. Nummer 1. Maske des Wanderers. Das klingt doch schon wieder nach einem Gemshop-Gegenstand. Maske des Wanderers. GB2. 500 Edelsteine. Hatte ich recht. Wow. Schmiedbeinkleid. Das ist Umarmung der Betrübnis. Schmiedbeinkleid ist 400?
300 Token wert. Okay, gut. Dann zweimal garantierte Garou-Freischaltung. Endloser Ozeanstreitkreis. Was habe ich gesagt? Streitkolben, gell? Streitkolben. 64 Gold, 98 Silber, 98 Kupfer. Vollkommen okay. Ist eine schwarze Sonne. So. Grabtodesstoß. Der kostet 500 Edelsteine. Wie sieht denn der aus? Okay, das ist schon fancy. Das ist irgendwie vor allem toxisch. Grabstein auf irgendeinem. Ja, das wär's soweit. Hier ist, glaube ich, keine neue Version drin. Könnt ihr knicken, Leute. So. Die Tickets heben wir auf. Wir gehen auf 20 Hochfotoren. Ach, klar. Verfügbar. Moment. Eine garantierte Garderobenfreistellung gibt's noch. So. Einen Treffer für mich. Kann man sehen, rote Löwenfacke. Die. Löwenfacke. Bin ich jetzt blind? Ah, da, 29 Gold und 75 Kupfer. Ist okay. Damit können wir das Öffnungsvideo beenden für heute. Ich hoffe, euer Glück war besser als meins. Das hier war schon irgendwie so ziemlicher Gau. Wir hören und sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut, bis dahin und tschüss. Und vergesst nicht zu abonnieren. Ich weiß, dass 75% von euch nicht unseren Kanal abonniert haben.